Und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mein Test. Ich habe übrigens entdeckt, wir hatten ja das Problem, ich gebe kurz als Worker rein. Ah, guck mal, ich sehe jetzt der Startmenü immer gleich. Das ist ganz praktisch. Was? Irgendwie so. Und zwar die Probleme, es ist Nacht, die Probleme, dass bei unseren Zentrifugen unten die ganzen Schilder, die ganzen anderen Blöcke jetzt waren, das Problem hatte ich tatsächlich natürlich nicht nur dort, sondern hatte ich auch bei meiner Anlage, da hatte ich ja bei den Zentrifugen auch diese Schilder gehabt und hatte dementsprechend auch über diese anderen Blöcke. Ich habe jetzt hier quasi überall die Blöcke, halt, ne, genauso wie bei unserem Let's Play abgebaut. Jetzt hier diese neueren Schilder hingebaut. Ja, die Schrift ist ein bisschen cleaner, ist aber... Also zum einen kann man den Text nicht so ganz zentrieren. Ne, man muss sich halt... Also der Text beginnt zwar horizontal mittig, vertikal ist aber immer noch umgeklatscht. Das heißt, ich musste hier, damit es auch ein bisschen mittig ist, musste ich hier zwei Leerzeilen einfügen. Mit drei Leerzeilen, was aber auch wieder ein bisschen zu weit unten, mit zwei ein bisschen zu weit oben. Das heißt, man bräuchte quasi 2,5 Leerzeilen, was natürlich nicht geht. Deswegen sind die Dinger ein bisschen nach oben. Ne, da wo es zweizeilig ist, da geht es tatsächlich wunderbar, easy. Aber wie gesagt, einzeilig schreiben, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ein bisschen Sisyphus-Arbeit, vor allem, weil ich ja zwei habe. Ich habe hier auch noch eine andere Zentrifuge, die alte. Siehst du, eigentlich könnte ich doch... Oh Gott, zwei. Das hier sind übrigens die Schilder. Gebe mal davon zwei. Dankeschön. Bup. Weiß ich gar nicht, wie wird Zentrifuge geschrieben? Zentrifuge, wie man spricht. Ja, das ist ja easy. Gut. Ich schreibe doch hier trotzdem falsch. Alte. Also erstmal zwei Leerzeilen. Alte. Mit C oder mit S? Zentrifuge. So, und das ist wichtig, wenn man schreibt, ne, sieht es hässlich aus. Deswegen dieses Unicode-Font aktivieren, dann sieht es ein bisschen, ne, mit dieser cleaneren Schrift. Und dann kann man noch White einstellen und dann hat man dieses wunderschöne Easy. Zentrifuge, ist so garantiert falsch geschrieben. Zentrifuge. Ne, sieht richtig aus. Das ist doch praktisch. Ha. Deutschprofessor auf einmal geworden. So, und hier. Upp. Neue. Zentrifuge. So. Papp. Ja, wenn man ohne Leerzeilen hat, wie gesagt, wird einfach da oben hingeklatscht. Ja. So. Ich könnte auch einfach. Warte. Vielleicht, weil alt und neu klingt irgendwie ein bisschen dumm. 2.0. Ja, perfekt. Und das hier ist dann offensichtlich, ne, wer hätte gedacht? Völlig logisch. 0.1 Alpha. Ja! Machen wir mal mit so einem 1.0. Weil die Anlage hat da funktioniert, also ist es eine stabile Version 1, aber ist halt super langsam. Also, ja, doch langsam im Vergleich zu der. Also nicht langsam, die Verarbeitungsgeschwindigkeit war ja genauso hoch. Ne? Also die war letztendlich genauso schnell wie die Anlage, nur die brauchte halt ewig, um erstmal anzulaufen und brauchte ewig, um, wenn sie fertig ist, auszuklingen. Also, ja, aber vom Throughput, also vom, wie sagt man auf Deutsch, ich habe keine Ahnung, vom Durchsatz ist sie halt, glaube, weil sie genauso schnell wie die neue. Und der einzige Wermutstropfen bei diesen neuen Schildern ist, man kann tatsächlich, wie man hier schon gesehen hat, mit diesen Farbcodes arbeiten. Nicht wundern. Der Hintergrund ist immer transparent. Warum das hier weiß ist und das hier schwarz ist, ist wahrscheinlich einfach nur deswegen, damit man hier das Weiße auf dem weißen Hintergrund hier jetzt besser lesen kann. Aber wenn man hier hinschreibt, also kann jetzt zum Beispiel Hashtag F,
White und dann hast du es halt wirklich als weiß, aber halt ohne Hintergrund. Und das habe ich zum Beispiel genutzt, um tatsächlich jetzt hier hinten bei den Schaltern on und off farbig zu markieren. Ja, jetzt ist on schön auf grün und off rot. Ich habe natürlich hier die dunkleren genommen, also 2 und 4. Das sieht man hier, Hashtag 2, Hashtag 4. Weil ja, das eigentliche Gelb, Grün und Rot ist. Ich meine, ich kann es ja mal ganz kurz probieren, aber ich glaube, das dürfte viel, viel zu hell sein, sodass man es kaum noch lesen könnte. Vielleicht irre ich mich aber auch. Wir probieren es einfach mal. Ah. Ja, wobei bei dem Grün geht es sogar. Warte mal kurz. Ich mache mal kurz bei Rot, mache ich mal nochmal die 4. Ehrlich gesagt, das geht so sogar. Ah, okay. Ah, okay. Ja. Hätte ich mal gleich mal probieren sollen. Ha, lol. Oh. So, das heißt, du wirst eine A. Bob. Easy. Nice. Okay. Direkt wieder gefixt. Easy. Ja, genau. Ansonsten, ja. Ja. Also, Schilder sind bei mir hier gefixt. Ich weiß gar nicht, hier hatte ich doch auch Schilder gehabt, oder? Achso, genau. Hier hatte ich diese Stahldinger. Die sind jetzt oben. Hä? Kann sein, dass die automatisch replaced wurden. Also hier dieses, dass die Sign Mod, diese Science Lib oder wie die heißt, dass sie automatisch abstrahiert hat. Aber auf jeden Fall mal ein bisschen runter machen hier. Noch mal runter. Machen wir lieber ein bisschen weiter unten als ein bisschen weiter oben hier. Machen wir es hier auch einmal. So, warum? Achso, drei Zellen. Bam. Easy. Also, dass es nicht gefixt ist, also diese unbekannten Blöcke sind scheinbar nur bei den Holzblöcken. Interessant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, wunderbar. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. So, fertig. Easy. Geil. So muss sein. Ich wünschte, man könnte die Schrift noch größer machen. Ich wünschte einfach, es würde so Schilder geben, wo sich die Schriftgröße einfach an den Inhalt anpasst. Also, dass die Schriftgröße automatisch so skaliert wird, dass der Text reinpasst. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, dass ihr wisst, was ich meine. So. Gut. In dem Zusammenhang fällt mir für euch ein, vielleicht sieht es hier mit dem Metall, können wir eigentlich. Machen wir hier auch Metalldinger hin. Geben wir mal 2 Stück davon. Die Frage ist, ich würde es da oben irgendwie so ein bisschen, vor allem, weil es halt fliegt. Weil gut, hier drin fliegt auch alles, so, da, die ganzen Schilder. Man kann die übrigens auch auf den Boden stellen. Hier, also die unteren hätte ich auch auf den Boden stellen können. Problem ist aber, dann wären die halt hier mitten im Weg gewesen. Weil das sieht dann ungefähr. Ja, weil dahin geht natürlich nicht, weil da ist ja bereits das Kabel. Das heißt, man hätte sie hier hinstellen müssen. Dann wäre es halt wirklich mitten im Weg gewesen. Vor allen Dingen halt die oberen Schilder, der hätte dann halt auch nichts gebracht. Deswegen habe ich es einfach doch hier wieder ran gemacht, so wie früher ja auch. Fliegen halt ein bisschen. Ein erzwungener Kompromiss. So, hier würde ich die aber tatsächlich sogar hier ran machen. Zentrifuge. Version 2. Nochmal 0. Jetzt ernsthaft? Wie die da draußen gerade ernsthaft rasen, wo ich meine Aufnahme machen möchte? Wollen die mich verarschen? Ich glaube, es hackt. So, 1, 2, Zentrifuge, Version 1.0. Und dann kommst du auch ab. So. Dann haben wir das schon mal. Das ist doch schon mal ganz, ganz, ganz praktisch. Ich überlege, ob ich hier auch gleich mal. Warum macht das gerade alles im Let's Play? Goddammit. Batteriestation. Ach, komm on. Ernsthaft jetzt. Gib mir. Danke. Die Sache ist die. Da. So. Switching Station.
Ein paar Grad so. Okay, siehst du, was eigentlich, wenn man zu viel schreibt? Wird damit automatisch umgebrochen. Okidoki. Und was, wenn man ganz viel zu viel schreibt? So, gleich ganz viel. Ich meine, man muss ja nicht übertreiben, aber man kann übertreiben. Ja, okay, dann bricht er nicht mehr um. Also, er bricht nur innerhalb von Wörtern um. Wahrscheinlich. Er bricht nur ganze Wörter um. Okay. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich gerade. So. Also, was natürlich machen könnte. Wie war denn das? Das, nee, ich bin gerade falsch. Mal kurz. Ja, hallo, Maus. Danke. Das kommt ja voll durcheinander. Machen wir erstmal so hier. So, jetzt. Wir fangen an bei Rosa. Dann geht's nach Blau. Dann. Ja, kommt Cyan, ist B. Dann Grün. Dann Gelb. Dann Rot. Dann kommt wieder D. 9 B A wo war ich gerade? A E C D 9 B A Haha. Nicey-dicey. Ja, also, ne, wie gesagt, man kann damit verrückte Sachen machen. Die neuen Schilder haben also definitiv ihre Daseinsberechtigung. Vor allen Dingen, weil du halt auch für die verschiedenste Bilder Schilder machen kannst. Ich habe auch schon überlegt, dass wir bei den einen Ausschaltern, dass ich da statt ein Schild mache, wo drauf steht On und Off, dass ich da quasi einfach so zwei Schilder hinmache, ne, ein rotes und ein grünes. Die kann man halt alle genau gleich benutzen, also halt ein rotes. Und ein grünes, hier schreibt sie dann in irgendwie on. Oh, das ist ein bisschen sogar rot. Weiß. Off. Und da kannst du quasi in der Mitte den Schalter platzieren. Das ist halt on, off, so easy. Ja, aber. Nee. So. Switching Station. So. Easy. Okay. Das wollte ich euch nun mal hier so gezeigt haben. Die Folge direkt wieder halb vorbei. Let's go. Ronix. Und wir müssen jetzt. Achso, wir sind hier. Ja, okay. Achso, genau. Wir waren gerade dabei, das Kabel zu verlegen. Nee, wie weit? Das Kabel hatten wir verlegt. Wir wollten vorher den Weg bauen. Das wird eine Sisyphus-Arbeit. Let's go. Aber erstmal würde ich entsprechend gerne unten die Schilder jetzt neu machen. Die hatten wir ja abgebaut gehabt. Ich meine, wie gesagt, wir könnten die natürlich auch einfach ohne Schilder lassen. Ja, aber ich hätte hier tatsächlich doch auch gerne wieder Schilder. Dann müssen wir also ein paar Schilder bauen. Müssen wir wohl. So. Was brauchen wir denn dafür? Einfach nur 6-mal Holz, ne? Und den Iron Stock. Ja, 6-mal Holz, ein Stock. Können wir jedes Holz nehmen? Nehmen wir mal das Holz. Und das Holz. Und ein paar Stöcker. Digga, wir haben so viele Stöcker. Holy shit. Wir nehmen mal. Das hier Holz sieht schön. Das sieht eigentlich beide schön aus. Welches nehmen wir? Welches verschwenden wir? Ich glaube einfach, wir verschwenden einfach beides.
Wie viele Stelle brauchen wir eigentlich? Wir haben mal 25, wir haben 0, 1, 0. Ende war 35%, 3,5%, ne? Müsste, glaube ich, ja. Das heißt, ich brauche von 0,1 bis ja, 34 Schilder. Okay, dann reicht das Holz gar nicht aus. Das ist natürlich traurig. Achso, halt, wie viele Schilder kriegt man eigentlich immer jedes Mal? Man kriegt genau, oh, 4. Okay, gut. Das heißt, wir brauchen wie viel? 34 Schilder. Das wären also 9. Wir brauchen also 9 Mal. Das ist natürlich praktisch. So, dann bam, bam. Ja, geht ja genau auf. Easy. Und bumm. Und schon haben wir 36 Schilder. 2 zu viel, aber das macht nichts. So, du und 2 Schilder brauchen wir auch nicht. Nice. Let's go. Halt, da unten. Warum sieht ihr auf? Wer macht denn sowas? Das ist doch illegal. Ach übrigens, was ich, vielleicht kann mir da jemand helfen. Ich hatte hier in der Anlage einen Bug gehabt. Ich habe, als ich das vor 8 Folgen, also die erste Folge nach dem Total Chaos Session, Dixie Boomster, also letzten Montag die Folge, ne? Ich weiß gerade leider nicht die Nummer. 449. Bei Folge 449 hatte ich ja hier so einen kleinen Rundgang gemacht und dabei ist mir gar nicht aufgefallen, dass hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen sich gekreiselt haben. Ist mir aufgefallen, als ich als Walker drin war. Und ja, Ding war, hier waren Sachen drin, ganz viele Sachen drin, die aber nicht in den Ofen rein konnten, weil im Ofen die beide drin waren. Ich habe jetzt in der Debug-TXT geschaut, wann ich die da reingepackt. Also irgendwann muss ich diese beiden Dinger hier in die Kiste gepackt haben, weil anders kommen die hier gar nicht rein. Ne? Weil hier ist ja nur dieser ganze Dust. Also hier der Staub halt. Oder Sägespäne oder wie auch immer man nennen möchte. Aber ja, das heißt, diese beiden Ingots hätten hier nie reingekonnt. Das heißt, ich muss sie irgendwann mal wirklich absichtlich hier reingepackt haben. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das irgendwann mal aus Versehen im Let's Play gemacht habe oder ob ich das irgendwann mal als Walker gemacht habe. Lange Rede, gar keinen Sinn. Auf jeden Fall waren die beide tatsächlich, vor allem 0 Vima macht gar keinen Sinn, weil wir brauchen ja eigentlich 3 Fünfer für produktive Anlage. Also um daraus halt Orangenschnitte zu machen. Ich weiß also nicht, wie die hier reingelangt sind. Weil, wie gesagt, die letzten Folgen davor waren halt schon 3 Monate her. Und, ja, wie gesagt, die waren dann halt logischerweise, sind dann irgendwann hier reingegangen. Ungefähr so. Und haben dann natürlich die Anlage verstopft. Ne? Weil dann nichts anderes rein konnte. Die chillen hier, weil mit denen kannst du nichts machen. Die kannst du nicht mehr weiterbacken. Ja, und dementsprechend waren die Sachen, die hier noch drinne waren, sind die ganze Zeit hier im Kreis gekreiselt und haben sich gefreut. Wieso, ja, was immer. So viel zu dem Thema. Mysterium, das ich noch nicht ganz gelöst habe. Ist hier durch irgendwas zurückgekommen? Ah ja, genau. Genau. Weil, ne, das ist dann, als ich dann die beiden rausgenommen habe, wo natürlich dann direkt wieder die restlichen Dinger verarbeitet, die da dann wieder drin waren. Also die sich ja die ganze Zeit im Kreis gedreht haben. Und ja, dementsprechend sind dann hier wieder ein paar zurückgekommen. Das heißt, wir können die oben gleich mal einsetzen. Die nehme ich auch mit. So, das war einmal. Und hier was? War das alles? Nein. Achso, nee, das Beton. Gut. Okay. Ja, okay. Ich wollte nach unten Schilder platzieren. Das wollte ich. Let's go. So, hier war 3-4er. Ich platziere jetzt mal die ganzen Schilder. Nein, ich muss mit Shift arbeiten. Das ist ja hässlich.
Warum habe ich eigentlich nicht einfach hier oben hin? Wäre das nicht viel schöner? Ja doch, das ist sogar relativ. Warum verbinden die sich? Ach nee, ich sehe der Ring. LOL? On Pole. Das heißt, sie unterstützen es sogar, dass der tiefer ist. What? Moment, was? Aber das würde bedeuten, seht ihr denn trotzdem hier an dem Block davor, wenn ich jetzt hier Steine hinsetze? Ja, die sind tatsächlich bei dem Block davor. Genau, ich kann hier keinen Block mehr hinsetzen. Das heißt, die Schilder sind tatsächlich doch hier vorne, sind aber halt komplett außerhalb ihres eigentlichen Bereichs. Das ist ja interessant. Wow. The more you know. Cool. Ja gut, dann machen wir es natürlich auch überall. Kann ich wieder abbauen hier. Gut, so viele Wasser sind noch nicht. Schade, dass sie dann nicht an den Kabeln rangehen. Ja, hier ist einfach, da sind sie wirklich einfach bei dem Block davor, so wie es logisch. Also, das ist ja nice. Gut, dann können wir natürlich hier hinsetzen. Das sieht natürlich wesentlich schöner aus. Hier ist noch eins. Sehr praktisch. Hey. Jetzt überlege ich. Oh Gott. Ich hoffe, ich werde jetzt. Sign wird unpol. Es wird schwierig, das manuell zu platzieren. Ich überlege, ob ich quasi als Admin bei meinem AKW, also bei den Zentrifugen dort, das manuell umändern kann. Ich glaube aber nicht, dass das muss ich mach ich jetzt mal offscreen oder probiere ich das einfach im Let's Play? Ich glaube, ich probiere es einfach im Let's Play. Let's go. Ihr wollt ja gerne, dass ich öfters mal Sachen als Admin hier mache. Könnte mal, müsste mal ein bisschen leidfähig sein. Leidensfähig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt, wenn man die Dinger hier platziert. Das geht natürlich nicht. Genau, das ist einfach nur ganz normal. Ohne, Default Sign Wood. Und wie sind jetzt die anderen? Nee, die ist Wood on Pole, ne? So, wenn ich mir jetzt die gebe. Give me a little bit of love. Default. Sign Wood on Pole. Gib mal davon ein paar. Card give an anderen Item, habe ich mich verschrieben. What? Sign Wood on Pole. Was habe ich geschrieben? Oh, das ist ein Zahlendreher. Default, Sign, Wood und Pole. Thank you very much. So, das Problem ist aber, wenn ich das platziere, werden sie wahrscheinlich doch wieder einfach zu normalen Dingern. Könnte ich mir denken. Uff, yay. Halt, hier habe ich ja, warum auch immer ich hier teste, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, es geht. Na genau, wenn ich sie abbaue, sind es wieder logischerweise wieder normale Schilder, klar. Aber ich kann sie tatsächlich so platzieren. Das heißt aber auch, dass ich dort alle Schilder nochmal neu machen darf. Das ist ja ärgerlich. Kann ich nicht einfach replacen? Leider nicht, in dem Moment, wo ich die replace, wird der ganze Text zurückgesetzt. Ja.
Weil der Text sind Metadaten und die Metadaten, die werden dabei einfach gelöscht, soweit ich weiß. Mal gucken. Also halt, ich brauche die normalen Filter. Test. Test. So, und jetzt 1, 2. Wenn ich jetzt sage, replace. Wie ist die Dinger? Sign Word und Paul und dein Sign Wall Word. Aber verformen wir uns mal anders. So, wie komme ich mal mit dem. Ach, leb mich doch am Arsch. Place default sign wall wood mit default sign wood on pole. Was? Also. Ja, okay, er behält sich doch die Meta. Er behält sich doch die Metadaten. Ich dachte, die werden dabei zurückgesetzt. Er ist natürlich hier vorne, aber das müsste man, wenn man einfach einmal. Genau, dann wird es angepasst werden. Okay, das ist unendlich geil. Ich glaube, ich kriege gerade ein Kind. 1, 2 und dann 3. Müssen Sie sogar auch ein bisschen forschen. Genau. Einmal aktualisieren und. Bah. Digga! Oh mein Gott, das erspart mir ungefähr 2 Stunden Arbeit. Let's go, Digga! Das ist ja. Okay, langsam mag ich die Mod doch. Ich meine, es wäre natürlich besser, wenn es automatisch auch bei Kabeln wäre. Vielleicht kann ich das irgendwo in der Mod anpassen. Dass es bloß eine Abfrage ist. Bei den und den Mods, bei den und den Nodes wird es unterstützt. Und naja, die hier sind halt nicht in der Liste drin. Kann ich da hinten eigentlich auch machen, ne? Oh mein Gott, ich kann alles machen. Ich kann alles machen. Ich kann alles machen. Ich krieg gerade ein bisschen Pipi in den Augen. Bam. Oh mein Gott. Oh, okay, bei denen hat es nicht funktioniert. Oh doch, nee, hat funktioniert. Ach, da ist jetzt über. Ah, da ist jetzt überall so ein. LOL. Das sieht ja cool aus. Ja, okay, it's funny. It's fu ja, verstehe, verstehe. Nice. Okay, und jetzt muss ich nur einmal alle Schilder aktualisieren. Wobei es natürlich auch witzig ist, dass es so, wie sagt man, so Cyberpunk-mäßig einfach so davor schwebt als Hologramm. Hat schon was. Aber, lieber nicht. Dann muss ich einmal alle aktualisieren, was natürlich wesentlich einfacher ist, als alles neu zu schreiben. Muss man auch dazu sagen. Also, das ist ja hier eine Arbeit von Minuten versus ein paar Stunden. Okay, ich dachte echt, bei Replace werden auch die Metadaten einfach zurückgesetzt. Aber scheinbar nicht. Das ist natürlich sowas von geil. Damn. Das ist natürlich. Oh, bei manchen hat das schon gemacht. Ach, was. Okay, klar. Wahrscheinlich, wenn ich aus dem Bereich rausgehe. Hier, ne, hier sind sie jetzt so. Und wenn ich jetzt den Bereich neu lade, dann werden die wahrscheinlich auch regeneriert. Wenn ich zum Spawn gehe. Oder mich einfach abmelde. Und mich dann wieder anmelde. Und dann wieder hingehe. Hätte ich auch gleich da bleiben können. Ich Noob. Bäh. Das war ein bisschen zu tief. Ja. Alles aktualisiert. Jetzt ist alles. Jetzt ist alles. Oh, das ist ja. Das ist ja mega. Okay, wow. Das. Wow. Okay, ich habe mich gerade so ein bisschen in diese Mod verliebt. In die Schildermod, muss ich zugeben. So ganz kleines bisschen. Das ist geil. Das war der schnellste Fix seit Jahren. Also ja einfach nur einmal markieren, einmal sagen Replace und bumm, fertig. Vor allen Dingen hier, diese Dinger gehen halt auch genau um diesen Metallstab drumherum. Es ist zwar nicht sehr eng anliegend, aber es sieht damit trotzdem gut aus. Let's go. Digga, das ist ja richtig geil. Gut.
Das soll es auch mit der Folge gewesen sein. Ich werde erstmal ganz kurz wohin gehen, um mich abzureagieren. ja, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, denn dann wieder.